Heyo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und ihr seht, ich habe wieder jemanden dabei, ja, Miriam. Ich bin's wieder. Hi. Vielleicht kennt ihr sie schon aus den Videos von mir. 3 Videos habe ich mit ihr gemacht. Hm. Ich werde mal am Ende eine Playlist verlinken, nur mit ihr. Genau. Ja, und heute machen wir die teuer versus günstig Challenge oder auch original versus fake. Das heißt, wir haben hier verschiedene Produkte. Einmal in teuer. Einmal in günstig. Billig sagt man nicht, oder? Kann man auch sagen. Ist nicht schlimm. Genau. Ja, und wir werden gucken, wer mit verbundenen Augen eher erkennen kann, was teuer und was günstig ist. Ja. Wir haben zum einen ein paar Chips, wir haben ganz viele Kekse, wir haben Danesan, also Schokopudding, Cola, ja. Coke Zero, weil sie keine normale Cola trinkt. Genau. Ich mag eigentlich kein Coke Zero, aber okay. Und Schokolade da vorne haben wir noch liegen. Okay, aber ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So, dann bestimmen wir mit Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Ja, würde ich sagen. Aber ich bin nicht gut mit. Da kann man nicht gut oder schlecht sein. Okay, los geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Scheiße. Dann würde ich sagen, fängst du an mit dem Essen, mit dem Probieren. Na gut. Hält das? Ja. Hält. Gut, sie ist nicht zurückgeschreckt. Was auch immer du gerade gemacht hast. Wir beginnen mit ganz normaler Alpenmilchschokolade. Alpenmilchschokolade. Die haben wir einmal teuer und hier haben wir billig. Okay. Beginnen wir mit dem billigen. Vielleicht. Ja. Habe ich dazu Lust, vielleicht aber auch nicht. Was kommt jetzt, die Alpenmilchschokolade? Die Alpenmilchschokolade, genau. Einmal von der Marke Nein und einmal von der Marke Milka. Von der Marke Nein? Von der Marke Nein. Aha. Hand auf. Das ist einmal hier eine Schokolade. Ich glaube, es ist die günstiger. Okay, dann gebe ich mal die nächste. Ich mag den ja schon ein bisschen günstig. So, jetzt. Was würdest du sagen? Das ist die Originale. Zweites die Originale? Mhm. Okay. Also, wenn ich es jetzt nicht erkannt hätte, weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Vielleicht hast du es nicht erkannt. Doch, ich glaube schon. So, dann das nächste Mal haben wir den Oreo-Keks. Mhm. Original. Einmal billig. Mhm. Schon eine Idee? Mhm. Noch nicht so wirklich. Okay, dann habe ich das zweite. Bist du fertig? Mhm. Komm mal ein bisschen schneller. Mhm. Hast du auch lange nicht mehr gegessen, diese Oreos. Hier das zweite. Oha. 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 Ein bisschen groß. Sind auf jeden Fall größer als die anderen. Die Frage ist, sind die auch besser? Das sind die besseren. Also die teuren sind die zweiten, sagst mhm. du? Ja. Sicher? Ja. So, dann kommen wir zu den Doppelkeksen. Also einmal Prinzenroller und einmal Nein. Nein. Wir beginnen damit. Haben wir schon was? Ja. Und auf. Andere? Was sagst du? Der zweite ist auf jeden Fall krosser. Ich würde sagen, der erste war der teurere. Der erste? Mhm. Sicher? Mhm. Die Schokolade hat anders geschmeckt. Dann kommen wir zum Schokopudding. Oh. Keksreste im Mund. Sieht schon leicht eklig aus. Schon eine Idee? Mhm. Und ich? Okay. Gib ich dir den zweiten. Das schmeckt bestimmt gleich, ey. Lauf. No. Das ist schwierig. Aber ich glaube, der erste war der teurere. Der erste? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Okay. Also ganz sicher nicht, aber ich glaube. Dann machen wir hier die Schokokekse.
ganz normale Schokokekse. Noch mehr Kekse. Einmal hier in teuer und hier in billig. Wir beginnen mit denen hier. Und auf. Schon eine Ahnung? Aber schmecken sehr herb. Okay. Dann denken Sie zart bitte. Bist du bereit für die zweiten? Ja. Was sagst du? Die zweiten waren die teuren. Sicher? Ganz, ganz sicher. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Chips. Haben wir einmal hier diese Chipsletten. Chips jetzt auf Schokolade. Von Lorenz und natürlich auch wieder von Nein. Wir beginnen mit diesen. Das darfst du gerade ganz gut nehmen. Hast du gerade meine Chips gegessen? Ja. Sehr lecker. Dann die zweiten. Schwierig. Ich glaube, die ersten sind die richtigen. Die ersten? Sicher? Also sagst du die ersten? Ja. Oder? Ja, mir, ich brauche eine Entscheidung. Ja, nee, dann mach die zweiten richtig. Die zweiten? Ja. Ich hab keine Ahnung, ey. Okay, dann kommen wir zuletzt zur Cola. So Tütenchips esse ich ja, aber. Ich esse auch öfters Tütenchips. Aber trotzdem esse ich eigentlich nicht alle Chips. Ja, aber du hast die anderen ja schon probiert. Ich weiß nur eine Sorte, ich habe jetzt nur eine probiert. Wir beginnen mit dieser. Machen wir nicht so voll, ne? Ja. Ist gerade so gemacht, versucht am Gewicht zu erraten. Das müsste eigentlich viel billiger gewesen sein. Oh ne, das ist die günstige. Ja, das ist also eins ist teuer und zwei ist günstiger. Dann sagst du, erstes ist teurer. Ja. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Boah. So, kannst du die Binde abnehmen? Ich hab den Zettel hinten schön versteckt. Boah, ich krieg die Binde gar nicht, warte. Ich muss mein Glas entstellen. Dann bin ich jetzt dran mit der Raten. Boah, ich keine Luft mehr. Ja, dann machst du es anders mal. Ist schon okay. Du musst jetzt eh richten. Achso? Ja. Ich spüre Windstöße. So, es geht los. Zuerst die Schokolade dort. Was? Ich muss den Leuten aber schon zeigen, was du mir jetzt gibst. Ja, ja. Mund auf. Kommt das zweite Schokoladenteil? Ich könnte einfach mal behaupten, dass das schon original war. Was? Kann man behaupten, ich habe keinen Test gemacht. Jetzt ich würde es aber vermuten. Hast du leer? Ja. Kommt die zweite. So. Also, was sagst du? Erst das Original. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu den Oreo. Okay, heißt der hat richtig verkackt. Kommen wir zu den Oreo-Keksen. So, Keks, willst du abessen dann? Ja. So, das war der erste Keks. Okay. So, und der zweite einmal abbeißen. Na, weißt du schon was? Ich würde sagen, das zweite Original. Machen wir das nächste. Ich bin bereit. Weiter geht's mit Doppelkeks. Oh, so viel Schokolade, ey. Nicht gut. So. Der erste Keks, warte. So. Abbeißen. Hast du? Okay, ja. Nächste.
Das ist der zweite Keks. Boah, die schmecken verfickst gleich. Ja, das Problem hatte ich nämlich auch. Der zweite hat mir besser geschmeckt, damit der bessere schmeckende eigentlich immer der billigere ist. Sag ich der erste Robina. Kommen wir zum Schokopudding. Boah, den mag ich echt gar nicht. Ich habe einen dicken Löffel genommen, ich habe nicht so gemacht. Immer auch ein bisschen. Aber keinen dicken Löffel. Doch, einen dicken. Nein? Okay. Ich habe es ein bisschen vermischt. Na toll. Und auf. So, zweite. Aber ich würde sagen, sei es der zweite besser war, weil irgendwie da war sie Sahne ein bisschen fluffiger und beim ersten war sie irgendwie so ein bisschen, ja, kaum vorhanden. Vielleicht habe ich auch einfach weniger Sahne gegeben. Ja, aber die war schneller weg, sage ich mal so. Achso, na gut, dann. Das zweite ist original, sage ich. Okay, dann kommen wir zum Schokokeks. Ich versuche die ganze Zeit auf ihren Bemerkungen irgendwas zu schließen. Und der Hm sagt, okay. Schokokeks abbeißen, bitte. Eigentlich unberechenbar, das ist schwierig bei ihr. So, Mund auf. Was ist denn los mit dir? Schwierig, ja. Schmeckt mir nicht so gut. Okay. Ja, schwingen. Ja. Und auf. Da. Wie kriegst du bitte eine Euro? Ja, ne? Aber alle beide. Ja. Ich hab auch gedacht, welcher wird sein? Trotzdem hat der zweite mir ein bisschen besser geschmeckt und ich deswegen glaube, dass das das Original ist. Okay. Okay, verkackt, ey. Die ist völlig okay. Okay, weiter geht's. oh, Chips. Da bin ich da jetzt verkackt, ne? Ja, dann Schande über dein Haupt. Ja, wirklich. Ich esse so viele Chips in meinem Leben. Zwar auch mehr, die aus der Tüte. Aber, naja. Wenn mir die Chips hingestellt werden, esse ich die auch. Mund auf. Da, das komplett. Nach der Schokolade ist irgendwie doof. Ja, hab ich ja gesagt, aber. Okay. Nächste. Das ist schwierig, oder? Verdammt schwierig. Also, die schmecken nämlich fast gleich, finde ich. Ich sage aber, die zweiten Original. Cola? Da freue ich mich drauf. Auch wenn ich keine Kokosie habe. Ich schenke mir noch ein Schlückchen ein. Und? Da. Das ist niemals die Originale. Sicher? Also du trinkst ja so gut wie nie, oder? Nee, aber... Ich muss dazu sagen, ich mag Coca-Cola sowieso nicht so gern. Ich trinke lieber Pepsi oder so. Da, Glas! Erstmal kann ich sagen, wir schmecken beide nicht. Doch, eine von denen schmeckt. Ich sag jetzt einfach mal, die zweite ist die richtige. Okay. So. Das wird jetzt lustig. Wir haben jetzt alles durch. Mhm. Wahrscheinlich hat er mich total verarscht. Wir legen uns gegenseitig unsere Zettel. Mhm. Und denken dann gemeinsam auf. Ja, mit dir. Auf 3. 1, 2, 3. Yeah! Ich bin schon krass. Die Chips fallen. Ja. Oh
essen die beiden Kekse. Ja, das ist richtig. Juhu. Ich dachte mir also, was geht mit der ab? Und dann beim einen hat sie ja erst gesagt, falsch, und ich hätte mich mal gefreut, und dann kam, oh ne, nimm doch das andere. Das ist die Chips-Falschung schon echt peinlich. Ja gut, die Schokokekse waren halt auch ziemlich schwierig. Also, haben wir ja auch im Grübeln. Aber man kann sagen, bei diesen ganzen Sachen, man kann auch die billigen Marken kaufen, man merkt keine großen Unterschiede. Nee, das stimmt. Bis auf der Schokolade, also bei Schokolade würde ich schon aufs Original rangehen. Eigentlich alles ist jetzt entweder gut oder nicht gut. Ja. Ob es jetzt von billig oder teuer war, war mir eigentlich dann eigentlich... Egal. Egal, ja. Ja. Wieder eine Challenge, die Miriam gewonnen hat. Yay. Auf meinem Kanal habe ich neulich eine Challenge gewonnen. Was kannst du eigentlich? Ich bin einfach der Meister. Ich würde so sagen, dass bei der Smoothie-Challenge keiner gewonnen hat, wirklich. Ja. Bei beiden Smoothies ekelhaft waren. Ja. Aber die anderen drei Challenges hat leider sie alle gewonnen. Ja. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal eine Challenge machen. Mhm. Damit ich endlich mal zeigen kann, dass ich auch was drauf habe. Mhm. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Ich danke dir für das große Vertrauen. So, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, dass das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Videos mit mir sehen wollt, ich muss sowieso gegen Marci gewinnen, dann auch den Daumen auf jeden Fall da lassen. Auch einen Kommentar vielleicht unten hinschreiben. Könnt ihr auch mal machen, das ist bei meinen Videos sehr selten. Dann sind hier zwei Videos von mir verlinkt, könnt ihr auch draufklicken, sehr interessant. Einmal, wie gesagt, hier die Playlist mit den ganzen Videos, wo sie dabei ist. Und hier ein zufälliges Video. Dann könnt ihr links neben dem Kopf abonnieren. Kostenlos ist kostenlos, bleibt kostenlos, ist total unverbindlich. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye bye. Bye bye.